Hallo liebe Freunde von KiCad 5.0.2. Häufig gefragt in Foren ist das Erstellen von Bohrlöchern für Abstandsbolzen etc. mit mechanische Bauteile. Dies wirft immer wieder Fragen im KiCad auf, deshalb hier ein schnelles Tutorial dazu. Ich habe hier einfach einen Schaltplan eines Projektes von mir geöffnet. Und wenn ihr im Schaltplan hier die Taste A drückt oder hier drüben auf Bauteile hinzufügen geht, erscheint hier dieses Symbolauswahlfenster. In diesem Symbolauswahlfenster sucht ihr bitte die Bibliothek Mechanical und hier seht ihr die einzelnen mechanischen Bauelemente und da haben wir hier das Mounting Hole oder Montagebohrung, einmal ohne elektrisch isoliert und einmal mit Anschlusspin, um das zum Beispiel hier auf Ground verbinden zu können. Ich füge mal hier so ein Pin hinzu. Den kopiere ich, dann haben wir zweimal angeschlossen, zwei solche Löcher. Das Ganze verbinden wir dann mit einem Wire. Und wir kopieren uns hier nochmal schnell aus dem Schaltplan ein Ground-Symbol, damit wir die auf Ground legen können. Mit der Taste C für Copy können wir das kopieren. Ich setze das hier einfach irgendwo mal dran. Und wir verbinden das Ganze. Das kann man irgendwo im Schaltplan platzieren. Wir haben das Ganze hier jetzt eingerichtet. Wir annotieren nochmal schnell die ganze Geschichte. Prüfen einen DRC-Check, ob das alles passt. Jawohl, er meckert nicht. Und wir weisen jetzt die Footprints zu für unsere Montagelöcher. Wenn er denn das mal hier macht. Und dann haben wir hier die Montagepads. Und wenn ich hier drauf gehe, wird hier schon der Filter eingeschaltet. Und ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite Mounting Hole, Mounting Holes in allen Formen und Farben, M3, M2, M2 nach ISO, nach DIN etc. Ich wähle jetzt mal hier M2,5 nach DIN 965 aus. Ich weise diese beiden Holes zu. Wir speichern das Ganze, erstellen eine Netzliste und die nochmal aktualisieren für unser Projekt. Speichern das Ganze und um es jetzt schneller zu machen mit F8, kürzen wir ab in den Leiterplatten-Editor. Und hier hat er schon unsere beiden Löcher hinzugefügt. Wir sagen PCP aktualisieren, schließen das Ganze, positionieren unsere beiden Löcher und ich kann jetzt hier mit Move dieses Bohrloch entsprechend bewegen auf meine Ecken. Und wenn ich hier mit B meine Platine neu zeichnen lasse, sollte das Ganze jetzt hier mit Ground verbunden werden. Und damit ist die ganze Geschichte schon erledigt. Das war's dazu. So schnell habt ihr ein Mounting Hole erstellt. Und wenn man es dann rauszieht, sieht es denn so aus. Hier auch schön die Verbindung zur Groundfläche auf dem Kupfer. Das war's. Vielen Dank und viel Spaß beim Bohrlöcher erstellen.